Red Orchestra 2 Vietnam erobert gerade die Herzen der Hardcore-Shooter-Fans. Mein Kollege Philipp Elsner spielt es auch seit dem Release und kann mir jetzt ein bisschen genauer erklären, was ist da drin und was sind die Kritikpunkte. Hallo Philipp. Hi, grüß dich. Fangen wir erstmal mit dem an, was man da eigentlich bekommt. Mhm. Was ist das für ein Spiel? Was sind die Inhalte aktuell? Das ist ein Hardcore-Shooter von den Machern von der Red Orchestra-Serie, die jetzt erstmals das Setting nach Vietnam verlagert haben. Ja, und man bekommt einen Shooter, wie man es schon von den Entwicklern gewohnt ist, wenn man die Vorgänger gespielt hat, also das erste Rising Storm, was im Pazifik gespielt hat, oder Red Orchestra, beides im Zweiten Weltkrieg, vergleichbar mit Squad, vergleichbar mit anderen Hardcore-Shootern, vielleicht mit Insurgency so ein bisschen. Ist Hardcore in dem Fall auch, dass ähnlich wie bei Squad oder bei Arma auch über so teilweise extreme Distanzen gekämpft wird, dass man manchmal so ein bisschen in den Modus kommt, man jagt da nur so ein paar Pixel am Horizont? So weit geht's nicht. Also die Maps, die ich bisher gespielt habe, waren auf jeden Fall, es ist nicht Close Quarter, es ist, geht schon über Distanzen, aber es ist nicht vergleichbar mit einem Arma, weil dazu sind die Maps zu klein und auch das Setting gibt es nicht her, weil da sind die Kämpfe, die finden im Dschungel oder im Häuserkampf statt und deswegen sind es nicht so irrsinnig große Distanzen, wie du bei einem Squad schießt du ja vielleicht mal über mehrere Kilometer oder so, ja. Es gibt auch gar nicht so viele Maps momentan, das ist auch einer der größten Kritikpunkte, zumindest so an der Oberfläche. Ja. Wie viel gibt es denn da momentan? Es gibt insgesamt 10 Maps, wobei sich da manche doppeln, die sind über 3 Spielmodi verteilt. Und das muss man aber sagen, hört sich wenig an, aber fairerweise, das Spiel kostet bei Steam 20 Euro und ich würde sagen, da gibt es eigentlich wenig zu meckern. Klar, das hast du vielleicht irgendwann dann schnell alles gesehen, aber ich denke, dass die Entwickler da noch was nachliefern. Zumindest war es bei den Vorgängern bei Red Orchestra und Red Orchestra 2 so. Das sind 3 Spielmodi, das sind alles Versus, Multiplayer-Modi, Singleplayer oder Koop gibt es in dem Fall gar nicht, oder? Gibt es so nicht. Es gibt einen Trainingsmodus, den absolvierst du alleine. Das ist aber ein totaler Freeform-Trainingsmodus. Da machst du eigentlich nichts, außer auf einer Shooting-Range rumzustehen oder Hubschrauber zu fliegen, meine ich. Und ansonsten ist es alles reiner PvP mit bis zu 64 Spielern. Du hast gerade schon die Hubschrauber erwähnt. Nur die Amerikaner haben Hubschrauber. Wie gleichen denn das die Nordvietnamesen aus? Die Nordvietnamesen haben dafür einige Guerilla-Taktiken in der Hinterhand. Die können zum Beispiel Fallen legen oder Tunnel graben. Und die Tunnel fungieren dann als Spawnpunkte auf der Map, sodass quasi die Nordvietnamesen den Gegnern da einfach in den Rücken fallen können oder auf einmal von hinten angreifen können in großer Zahl. Und das macht auch so den Reiz aus, weil das sehr asymmetrisch ist. Also die Fraktionen sind technologisch überhaupt nicht ausgeglichen, sondern Südvietnam und die USA haben eben die Hubschrauber und auch überlegene Feuerkraft. Und Nordvietnam gleicht es aus durch eben diese Guerilla-Taktiken und andere Spielereien, wo sie die Gegner immer wieder überraschen können. Das klingt ziemlich anspruchsvoll. Das ist auch einer der Punkte, den man in den Kritiken auf Steam zum Beispiel immer wieder liest, dass es Balance-Probleme gibt oder dass Leute sagen, es ist wiederum zu schwer, also zu hardcore. Worauf lässt man sich dann eigentlich bei diesem Spiel ein? Also was muss man unbedingt wissen, wenn man da reingeht? Also unbedingt wissen muss man echt vieles, da müsste ich jetzt irrsinnig weit ausholen. Es ist relativ komplex und man muss auf jeden Fall Zeit mitbringen und den Willen, sich da reinzufuchsen. Und es gibt mehrere verschiedene Klassen und die Klassen haben einzelne Rollen und diese Rollen muss man unbedingt erfüllen. Es ist nicht so wie bei Battlefield, dass ich eine Klasse aussuche, aber letztendlich bin ich dann trotzdem vorne und schieße halt einfach auf den Gegner, sondern es ist ganz essentiell, diese Klassen und die Fähigkeiten, die haben, zu nutzen und sich abzusprechen. Und es gibt zum Beispiel, jedes Team hat diesen Commander und der Commander hat Zugriff auf sehr, sehr mächtige Fähigkeiten wie Artillerieschläge oder Napalmangriffe und die kann er aber nur verwenden, wenn sein Team da mitspielt, wenn es Ziele für ihn markiert, wenn es kommuniziert. Das heißt, am besten sollte man sich mit den Klassen und den Rollen auseinandersetzen und auch auseinandersetzen wollen und vielleicht Freunde mitbringen, weil alleine fühlt man sich da dann doch ein bisschen, ja, auf weiter Flur so ein bisschen und mir ging es am Anfang so, ich bin höllisch oft gestorben. Ich bin einfach andauernd abgeschossen worden, weil da jeder Schuss tödlich ist. Gibt es denn bei den Spielmodi irgendwas, was heraussticht, was wir vielleicht nochmal einzeln besprechen müssten? Also die Spielmodi sind meines Erachtens ein bisschen vergleichbar mit der Battlefield-Serie. Da gibt es einmal einen Conquest-ähnlichen Modus, wo es wirklich um Punkte erobern und rückerobern geht und einen, der ist vergleichbar mit Rush, wo ich quasi vorrücke und ein Team greift an, ein Team verteidigt und wenn ich einen Punkt eingenommen habe oder zwei, das ist variiert je nach Map, dann rücken die Angreifer weiter vor bis zu einem finalen Punkt, wo dann die,
die Verteidiger ihre letzten Ressourcen aufbieten müssen, um die Angreifer abzuwehren. Wenn man jetzt Battlefield-Spieler ist und mal Rising Storm 2 Vietnam ausprobieren will, auf was muss man vielleicht vorbereitet sein in Sachen Steuerung, Technik? Ist das auf einem ähnlichen Niveau oder? Ja, also da merkt man dann schon, dass Battlefield die AAA-Marke ist oder die größere Marke ist. Also erstens ist die Grafik bei Weitem nicht so, wie man die Frostbite-Engine gewohnt ist von Battlefield. Die ist zwar ganz ordentlich, aber jetzt keine Schönheit. Und zweitens finde ich persönlich, und das lese ich auch sehr häufig und höre das von Kollegen, die es auch gespielt haben, das Movement und die Steuerung, die ist schon ein klein bisschen clunky. Das haftet auch der Serie so ein bisschen an. Das war bei Red Orchestra schon so. Die Bewegungen sind einfach nicht so flüssig. Man kann auch über Hindernisse so vaulten, also so überklettern. Und es fühlt sich manchmal so ein bisschen hakelig an. Also da fehlt einfach so ein bisschen das letzte Stück Polish, was vielleicht ein kleineres Team wie das von Rising Storm 2 nicht liefern kann. Aber das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten ja hoffentlich bessern. Wir sehen es ja auch in den Kommentaren, es gibt noch viele, viele kleine Punkte, die nicht so gut ankommen. Insgesamt kommt es aber wirklich sehr, sehr gut weg, auch wenn es ein sehr anspruchsvolles Spiel ist. Wie wäre denn dein persönliches Fazit? Also nach den anfänglichen Hürden, weil ich bin wirklich als jemand, der nicht so viel Hardcore-Shooter vorher gespielt hat, da rangegangen und bin entsprechend häufig gestorben. Nach den anfänglichen Hürden habe ich aber recht schnell gemerkt, wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man da willens ist, sich durchzubeißen, dann macht es ganz, ganz höllisch viel Spaß. Und was mich von Anfang an aber gleich weggehauen hat, war die bombastische Soundkulisse, weil A hat es natürlich den Vorteil, Vietnamkrieg kannst du natürlich die beste lizenzierte Musik nehmen, die es so gibt. Das ist wirklich fantastisch, der Soundtrack und auch die Waffengeräusche, die Explosion, das ist alles original aufgenommen von den Entwicklern, hört sich alles authentisch und wirklich wuchtig an. Und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Definitiv. Also ganz klare Empfehlung von uns zu Rising Storm 2 Vietnam. Vielen Dank, Philipp. Und ihr da draußen, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Spiel so gefällt, was euch nicht gut gefällt, was euch gut dran gefällt und ja, was vielleicht auch ein bisschen die Faszination von solchen Hardcore-Shootern ausmacht. Das war's von unserer Seite aus. Macht's gut. Tschüss. Ciao.